Mungbohne ist eine Hülsenfrucht, die sehr gesund ist und leicht verdaulich ist. Mungbohnen haben einen hohen Eiweißgehalt, haben gute B-Vitamine und sind leicht herzustellen. Du könntest einfach 100 Gramm Mungbohnen nehmen und dabei einen halben Liter Wasser dazugeben. Das Ganze lässt du 40 Minuten kochen. Kurz vorm Ende gibst du etwas Salz dazu, du gibst dort einen Teelöffel Kumin, einen Teelöffel Koriander, ein Viertel Teelöffel Turmeric und ein Achtel Teelöffel Cayennepfeffer oder Chilipulver und schon hast du eine sehr gute Suppe bzw. eben Mung Dal, wie es auf Englisch heißt oder auf Indisch heißt. Mungbohnen, auch Mungobohne genannt, lassen sich auch gut keimen und die Mungo-Keimlinge sind sehr gut verdaulich und geben viel Vitamine. Du solltest nicht zu viel Mungbohnen-Keimlinge zu dir nehmen, weil da ist auch ein bisschen Blausäure dabei. Also nicht jeden Tag große Mengen, aber ab und zu mal etwas ist dann gesund und gibt viel Prana und Energie. Und sie auch etwas Schönes, etwas anzubauen, was du selbst sprießen sehen kannst. Und dazu gehört eben Mungbohne, die eine der einfachsten Keim-Hülsenfrüchte ist, die es gibt.